Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit Songs aus der Bohne Teil 3. Gucken wir mal rein, ne? Was bisher geschah. Okay, wir nehmen keine Bohnen mehr. Ey, wenn du gar keinen Bock auf mich hast, dann sag mir das doch. Hier passiert erstmal gar nichts, bevor die Strafe gezahlt wurde oder die Polizei hier ist. Woher habt ihr die Bohnen? Die Bohnen, fand die so geil. Bohnen. Was soll das? Du? Was ich da, das hätte ich nie gedacht. Die Bohnen sind bei dem Typen da? Wow, war das wieder eine spannende Folge! Was macht der da? Geil. Hä? Du hast ja extrem viele Bohnen. Nein! Das solltest du doch gar nicht sehen! Fuck! Warte mal kurz, kommen die Bohnen etwa von dir? Ey, warte! Alter, John! Hilfe! John, hallo? Hallo? Hier ist Amanda live aus Aachen und wie ihr wisst, sind wir wieder auf der Suche nach Skandalen. Und mal sehen, was uns heute hier erwartet. Ich glaube, da haben wir schon unseren ersten. Warum haben die betrogen, dass sie vor die Tür gesetzt wurden? Oder ist das ein verzweifelter Versuch, Klicks zu generieren? Oder denken Sie, dass diese Übersexualisierung gut bei Ihrer minderjährigen Zielgruppe ankommt? Und dann Maskendudes und mit der Bohne und... Stimmt das, dass Sie mal eine Frau waren? Hä? Nein. Hey, Bob. Nein. Machen Sie ein großes Video? Können Sie mich mal so ein großes Video machen? Nicht andermal. Machen Sie ein großes Video? Können Sie mich nicht jetzt vielleicht. Also gerne andermal. Oh mein Gott, Julian Bam schlägt einem kleinen Kind seinen Herzenswunsch aus. Hast du seine Fans oder kleine Kinder? Schon gut, wir fragen einfach Revi. Nein, ich hasse Revi. Hier sehen Sie den insolventen YouTube-Star Julian Bam, wie er unbekleidet kleine Kinder zum Weinen bringt. Ein Einzelfall? Was meinen Sie? Yo, Bro, hold up! Über Geschmack ich hätte auch gerne solche Bohnen. Aber über die Wirkung nicht. Halt dein Maul, hör zu viel Gelaber für Kopf und ich hör eh nicht zu. Ja, ich weiß, du hast Bock auf ein Interview-View. Doch erst mal fahren im Block, ein Ghetto-Rendezvous. Keine Leute in der Fortune, an unseren Füßen Crocs. Auf einem Fahrrad für zwei, oh shit, da stehen zwei Cops. Aber hab Ausweis dabei, und zwar die Eisdart-Botch. Von Autogramm, ich sag nein, mach vor Stoppschild nicht stopp. Nur für Pommes in der Box. Hab ich lange nicht getraut, dir zu sagen, aber du bist eine geile Joya. Ich könnte hier ganz einfach alle haben, aber du machst mich schon wie eine Leica. Hört sich so geil an. Jetzt hier noch um den heißen Brei zu reden. Sag mir, willst du mit mir gehen? Ich stell die Frage aller Fragen, kreuze an, ja, nein, vielleicht. Und in ein paar Tagen ist es schon wieder vorbei. Frage aller Fragen, kreuze an, ja, nein, vielleicht. Ja, ich bin Kameramann. Wegen meinem Hype. Oh mein Gott, ist das Mark Forster mit seiner neuen Freundin? Mark Forster! Ich bin nicht Mark Forster, Mann! Oh, wie cool, ey. Ja, klar. Du Angeber. Du Angeber, das könnte ich aber auch nicht. Bleib stehen! Ja, ich freue mich auch sehr. Du bist aber ein hässliches Kind. Ah, Gucci, Gucci. Warte mal. Oh, das sieht so. Das sieht so falsch aus. Hören Sie mal, was machen Sie mit meinem Baby? Ich wollte nur Ihr Kind auf. Ein Perverser! Hilfe! Polizei! Hilfe! Stand da gerade wirklich Rammstein? Über Geschmack lässt sich streiten, aber über die Wirkung. Jawohl. Ich hab auf dein Kind gerotzt. Du, Dutzend Keime auf seinem Kopf. Erbrechen und Schüttelfrost. Sie
unsere Nächte auf dem Pott. Ich wollte es natürlich impfen, dass es Antikörper bildet. Oh! Hatschi! Und die Rose fliegt. Oh! Nur noch durch den Schlauch. Wir ihren Bakterien im Bauch. Dir irgendein Reimaufbau. Reimaufbau. Sicher, dass ihr Kind nicht raucht. Ich wollte es natürlich impfen, dass es Antikörper bildet. Oh! Ey, so geil gemacht. Wirklich so unfassbar geil gemacht. Hatschi, und die Rose fliegt. Ich kenne dich doch irgendwoher. Ja, genau. Curly. Curly, was geht hier eigentlich ab? Dicker, komm mit! Hier kann man nicht reden! Wenn ich uns hier finden, folgt er nicht zu Tode! Oh, ist das eklig, ey. Ich hab mal... Beim Kollegen habe ich mal so Chips rausgenommen. Oh, die waren alle so feucht, ey. Da, oh, seitdem mag ich das jetzt nicht mehr so, wenn man irgendwie so Chips von anderen nimmt. Ich weiß nicht, der hat seine Finger abgeleckt und dann wieder reingegriffen. Und wieder abgeleckt, reingegriffen. Fand ich so eklig. Bitte machen Sie etwas härter. Okay, soweit habe ich... Bitte machen Sie etwas härter. Über Geschmack lässt sich streiten, aber über die Wirkung... Das kapiert. Und du bist der Bohnenhändler? Nicht nur der Händler, sondern auch der Bohnenarchitekt. Du hast die Bohnen erschaffen? Und die Maskenmenschen? Wer sind die? Ach, die nerven schon die ganze Zeit und suchen mich überall. Diese Reue-Ding... Ah! Auf jeden Fall sollten wir erstmal deinen Freund Julian finden. Erstmal massieren. Ich bin doch Julian. Ach so, ja, der andere Julian. John? Genau. Aber worüber reden wir gerade? Ach so, Leute. Dafür habe ich gerade übelst lange gebraucht. Ich habe jetzt gerade mega lange überlegt, aber stimmt, der Julian ist ja da. Oh Mann. Und das Land verlassen. Okay. Wir können gut, ja, von Kai, ka. Okay, wir können. Curly? Muss schnell weg. Habt ihr was da gelassen? Wir sehen uns, John Gruß Curly. Ach, mein Stresslevel. So, Curly. Vielen Dank! Oh, Stress! Krass. Brennt! Löschen, 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 löschen. Einmal mal Bullon. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Was mach ich, was mach ich, was mach ich? Es ist genau das, wonach es aussieht. Tut ja mal, tut Hamalai Pang, ne? Tut Dong Jai Dang, ne? Sorry, ich spreche kein Asiatisch. Tut Nakua Levi, ne? Ich bin schon mal schämig. Ich brauche irgendwas Asiatisches. Mal gucken, ob der Asiate jetzt kommt. Über Geschmack lässt sich streiten, aber über die Wirkung. An mal du Mutter datet Gesso, Gesso, I just listen to my... BDS sagt mir überhaupt gar nichts. Was hat die Rilsa daten, Hesso, Hesso, aber bitte mach nicht weiter. Kokolo, Daddy, Chima, Bede, Bede, Hajima, Fro Asia, Rinko, Kata, Sebe, Sebe, Tashima, Fro Asia, Bulgogi, Kimchi, Bibimbap, Jotame Soju, Chamchi Kimbap, Sengyupsa Mekchu, Tenchang Kukwe, Samketang Chapche, Himmutang Mandu, hab was verstanden, ich hab keinen Plan von dieser Sprache oder Thailand.
koreanische Speisen, da bin ich bewandt. Doch ich hab sie noch nicht alle benannt. Korean Barbecue, Dog Monkey danach, bringst du dazu. Korean Barbecue, oh mein Gott, ich liebe dieses Brot. Das kann man ja nicht. Wie komme ich jetzt aus? Wow, John! John, du bist entkommen! Ja, wie? Ey, mega die lange Geschichte. Also. 3 Monate später. Und ich habe noch diesen Curry getroffen. Oh krass, das hast du gar nicht erwähnt. Ja, diesen mega langen Bart. Hä? Scurvy! Joe, ich bin in Halle 420. Die Mastendudes haben mich gefahren. Kommt schnell! Derby ist in Gefahr. Kirby! Kirby, was passiert? Ist das eine... Legt eure Bohnen hier rein, wenn ihr euren Freund retten wollt. Tu's nicht! Aber dann stirbst du. Tu's doch! Tu's doch. Wow! Dankeschön. Aber was ist mit Curly? Das ist jetzt euer Problem. Vertraut niemals einem Bösewicht. Scheiße, haut ab! Nein, wir lassen dich nicht allein! Vergiss es, das war's! Wir haben keine Bohnen mehr! Er hat alle mitgenommen! Nicht alle. Oha! Was sind das für Bohnen? Das sind Bandbohnen. Jede Bohne steht für einen Musiker. Aber geil. Sie funktionieren nur zusammen. George Harrison. Ringo Starr? Und ich bin Paul McCartney. Aber wer ist John Lennon? Scheiße, stimmt. Bitte nicht. Bitte. Über Geschmack lässt sich streiten, aber über die Wirkung. Shit, ich glaub, die geht gleich hoch. Shit, Bruder müssen los. Shit, aber was mit Curly Bro? Shit, kann noch nicht sterben, noch nicht sterben. Bitte holt Mama, Papa, Ex und meinen Hund ans Telefon. Und sag ihm bitte, holt die Pflanze vom Balkon. Kann ich gehen, denn heute gibt's Brokkoli im Angebot. Lass mich nicht allein, Mission Impossible Mission. Bis ich das schwarze Kabel, John Adju, du Idiot. Er schafft es schon, vielleicht. Erst das grüne Kabel und oh no shit, die Zeit läuft schneller. Tick, tick, tick. Dann die blaue Leitung, oh no, das war nur Feuermelder. Und macht Zahlen zu, Emojis leuchten heller. So hell, oh shit, sie geht gleich hoch. Vielleicht hilft mich denn nicht, hilft auch bei allem schaffen Ding. Schaffen Ding. Ich dachte ja, es könnte sein, dass das gelingt. Das gelingt. Oder ein paar Rückhandschellen, die könnten wirklich noch was bringen. Noch shit, was kein bringt. Gutes Zeichen, weil die Lampe jetzt auch noch blinkt. Hört auf zu tanzen, was soll tanzen? Lieber Kill, lieber Kill. Die Dresso, die ja, die gewinnt. Die gewinnt. Haut auf das nicht allein, wir kriegen das nicht hin. Es geht uns weiter sehen. Oh shit, es geht gleich hoch. Ich hab euch in Gefahr gebracht. Sie wollten nur mich. Ihr müsst überleben. Hey, nehmt meinen Pager. Ihr werdet Tamagotchi schon merken, wann ihr ihn braucht. Und tu mir einen Gefallen und lösch meine Festplatte, bevor meine Mom sie findet. Okay. Vergesst die Festplatte nicht. Auf die Unterordner und die Musikbanane. Alter. Alle Bohnen wurden vernichtet. Die sind auch kein Problem mehr. Die sind bei der Explosion draufgegangen. Der Pager? Wow, war das wieder eine spannende Folge. Der Song ja, nein, vielleicht ist jetzt in Vollversion auf Spotify. Spotify. Nicht vergessen zu abonnieren. Abonnieren. Und
und ein Like da lassen. Da lassen. Bis zum nächsten Mal. Mal. Und nicht vergessen, Instagram-Merch gibt's nur noch bis Montag. Montag. Ja, ich weiß, du bleibst nicht nur wegen meinem Hals. Zu mir und da zu dir. Direkt und noch sitzen, weil im Kloherz eingraviert. 4 Stunden nur für uns zwei. Ey, dein so Outfit eine rasiert. Unfassbar Siri, warum wird mir heiß, geile Folge. Ich muss ja echt ganz ehrlich sagen, dass ich bis jetzt den dritten Teil am geilsten fand, ne? Also von den Effekten her, aber das Musikalische fand ich mega, mega, mega geil. Ja, es hat mir, also der dritte Teil hat mir wirklich am meisten gefallen. Ich habe schon geguckt, es gibt's glaube noch, also es gibt keinen vierten Teil, habe ich nicht gefunden. Ich glaube, damit ist leider die Reihe erstmal vorbei, was ja schade ist. Dream Bam macht ja auch nie weiter. Und finde ich sehr, sehr schade, wirklich sehr, sehr schade. Aber ich weiß auch, was da für eine Arbeit hinter steckt. Und ja, guck bitte das Original zuerst an. Würde mich freuen, um ein bisschen, also danach. Zuerst, ihr habt jetzt ein bisschen geguckt, macht gar keinen Sinn, was ich für so arge Mensch. Also guckt das Original bitte noch an. Würde mich freuen, und wir sehen uns definitiv da tief akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss.